Zäh wie Kaugummi, so geht es heute zu an den Aktienmärkten. Klar, wir haben die vorbörsliche Rampe wieder gesehen, die Europa-Rampe, wie sie jetzt vielleicht genannt werden sollte. Also das vorbörsliche nach oben gehen der US-Futures. Dann kam der Kassahandel in New York und es ging noch ein bisschen weiter nach oben. Und seitdem ringt man zäh um das Allzeithoch, das der S&P 500, der Leitindex der Welt, immer noch nicht erreicht hat. Die Frage ist, wann kommt das jetzt mal? Alle warten drauf und es ist irgendwie so, dass es vielleicht wie bei Godot ist, der dann doch nicht kommt, obwohl er immer wieder erwartet wird. Jedenfalls gibt es doch einige Klumpenrisiken im Umfeld dieser Allzeithochs der Aktienmärkte. Der DAX ist ja noch ein bisschen weiter entfernt, aber die US-Indizes sind ja unmittelbar dran und diese Klumpenrisiken wollen wir uns mal ein bisschen anschauen. Wir hatten heute ja, respektive gestern ist das schon passiert, dass Goldman Sachs gesagt hat, ja, der S&P, der wird noch 20% steigen zum Jahresende hin, denn es sei doch mit der Erholung viel besser als erwartet. Nun könnte man auf die Idee kommen, dass diese Erholung schon längst eingepreist ist und möglicherweise es eigentlich in den Kursen ja schon diskontiert ist, aber nein, Goldman hat gesagt, also dann werden die Unternehmensergebnisse viel besser ausfallen, alles wird viel besser. Dementsprechend wird der Leitindex auch noch 20% weiter nach oben gehen. Und das angesichts einer Bewertung der Aktienmärkte in Relation zum BIP, die so hoch ist wie seit 1780 nicht mehr. Jetzt ist es schon ein paar Tage her, 1780. Also es ist, wie wir hier in der Grafik sehen, natürlich schon einiges eingepreist, könnte man vermuten. Denn nach wie vor ist es ja so, dass viele, viele Menschen in den USA, in Europa, wo auch immer, nach wie vor letztendlich vom Staat subventioniert werden. Es ist ein subventionierter Wohlstand, der da stattfindet. Aber wer heute zum Beispiel Markus Koch gehört hat über New York, wo die Stadt Menschen, 20.000 Mitarbeiter, städtische Mitarbeiter entlassen muss, wo die Kriminalität massiv nach oben geht, wo es eine Art Stadtflucht gibt, wo also diejenigen, die es sich leisten können, rausziehen aus der großen Metropole, an den Rand ziehen, da wo es ein bisschen sicherer ist, wo man weniger gedrängt ist, dann stellt sich doch die Frage, ob hier die beste aller Welten, die in den Aktienmärkten ja jetzt schon angenommen ist, ob die nicht vielleicht schon angemessen bepreist ist oder ein bisschen hoch bepreist ist. Jedenfalls sieht Goldman Sachs das anders und sagt, 20% sind noch drin. Wir haben vor allem diese klare Dominanz von Momentum-Aktien, meistens Tech, gegenüber sogenannten Value-Aktien. Denn wir haben eine Standardabweichung von 5. Das ist extrem, die Relation zwischen Momentum und Value. Und das vor allem, wenn wir uns mal ins Jahr 2000 zurückversetzen. Im Februar 2000, da war diese Relation bei 2,9. Jetzt sind wir bei 5. Das ist also schon nochmal etwas ganz erheblich anderes. Da ist nochmal die Fokussierung, die Konzentration in diesen bestimmten Sektoren noch viel extremer. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch Zuflüsse nach wie vor in Tech-Aktien. Hier sehen wir, Tech zieht wahnsinnig an, Healthcare zieht wahnsinnig an, was die Geldzuströme betrifft. Alle anderen profitieren überhaupt nicht im Prinzip. Das heißt, der Markt ist sehr, sehr einseitig positioniert. Tech muss nach oben gehen, Healthcare im Umfeld der Corona-Krise wird nach oben gehen. Das ist sozusagen der Common Sense, ist das, was alle glauben. Und das Problem ist immer, wenn alle etwas glauben, dann kann es auch schief gehen. Und wenn es schief geht, dann rappelt es gewaltig. Wir sehen hier zum Beispiel, dass Tech und Healthcare, also Gesundheit, dieser ganze Pharmasektor, wenn man so will, die machen schon 55% des S&P 500 aus. Jetzt hat der S&P 11 Sektoren. Zwei Sektoren stehen also für 55% der gesamten Marktkapitalisierung dieses Index. Das geht so lange gut, bis es eben vielleicht irgendwann nicht mehr gut geht. Das kann noch dauern, das geht weiter, das geht immer weiter. Und plötzlich passiert etwas und es ist alles anders. Und dann sitzen diejenigen, die sozusagen so massenhaft in diesem Boot sitzen, in einer Situation, die vielleicht mal unschön werden könnte. Natürlich sind wir davon noch weit entfernt. Aber Hedgefonds, die gehen jetzt schon ein bisschen davon aus, dass das risikoreich ist. Die haben ihre Short-Positionen erhöht jetzt auf den S&P Future, auf den Mini-Future.
Und wir sehen, das ist immerhin jetzt die größte Short-Positionierung, wenngleich die noch relativ klein ist in Relation gesehen, die größte Short-Positionierung seit einigen Monaten. Und Klumpenrisiken ist das Thema auch vor allem bei Warren Buffett. Daniel Eckert hier von der Welt hat nochmal gezeigt, dass Apple-Aktien im Portfolio von Berkshire Hathaway, also der Gesellschaft von Warren Buffett, 44% ausmachen. Das heißt, fast die Hälfte des Portfolios ist eine einzige Aktie. Und da sieht man, wie krass die Dinge sind. Und die Aktie von Berkshire Hathaway ist um 11% gefallen seit Jahresbeginn, während die Apple-Aktie um 50% gestiegen ist. Also da ist einiges schiefgelaufen. Wenn die Top-Aktie, die total übergewichtet ist, 50% gewinnt, und dann muss alles andere deutlich schiefgegangen sein. Jetzt hat Warren Buffett ein bisschen umgesteuert, wie wir jetzt aus diesen 13F-Filings erfahren. Das sind praktisch Berichte, die größere Investoren immer machen müssen, vierteljährlich. Aus denen hervorgeht, dass Warren Buffett Barrick Gold gekauft hat, den größten Goldproduzenten. Und das hat heute den Goldpreis auch maßgeblich nach oben gebracht. Und Klumpenrisiken ist auch das Thema, wer zum Beispiel in den MSCI World investiert, also dieses Welt-ETF, wer also glaubt, er würde damit an der Entwicklung der Aktienmärkte weltweit partizipieren, der täuscht sich, denn der ist mit 63,4% faktisch in den USA positioniert, kann man sagen, investiert. Und jetzt kommt noch dazu, jetzt sind es ja nur ganz wenige Aktien, die dieses Schwergewicht ausmachen von diesen 63%. Also wer in den MSCI World investiert, der hat vielleicht den Vorteil, so ein bisschen mit Warren Buffett zu schwimmen, aber es ist eben eine extreme Klumpensituation, die wir da haben, und das kann gut gehen, das geht meistens gut, bis es irgendwann nicht mehr gut geht, und dann wird es schwieriger. Übrigens, die Situation zwischen den USA und China, die ist ein bisschen seltsam. Wir haben heute die Aussagen oder indirekte Aussagen, nämlich über die Global Times, das Parteiorgan, wenn man so will, der Chinesen, dass einfach die Atmosphäre nicht so gut gewesen sei. Deswegen habe man dieses eigentlich wie jetzt fürs abgelaufene Wochenende geplante Treffen oder beziehungsweise die Videokonferenz genauer gesagt abgesagt, während zum Beispiel heute Auftritte von Donald Trump, aber auch von Wirtschaftsberater Navarro und, die alle gesagt haben, Mensch, die Chinesen, die haben ganz viel gekauft in letzter Zeit, alles gut, ist doch alles fantastisch. Also die Amerikaner scheinen jetzt diesen Konflikt ein bisschen runterzuspielen, obwohl man heute wieder Maßnahmen gegen Huawei angekündigt hat. Und auf der anderen Seite eben die Chinesen, die sagen, naja, die scheinen weniger begeistert zu sein, vor allem wegen WeChat, das ist entscheidend, diese App von Tencent, die für alle Chinesen maßgeblich ist, und TikTok. Dementsprechend sehen wir also, dass die Dinge da immer wieder so ein bisschen divergieren in der Darstellung zwischen den Amerikanern und den Chinesen. Aber gehen wir mal rein in die Charts. Es ist ein bisschen träge, ein bisschen mau. Wir sehen hier den Nasdaq 100. Ich habe jetzt mal hier 4-Stunden-Charts in den Charts von Capital.com gewählt, damit wir sehen, wie wir hier an den Widerständen sind. Der Nasdaq ist hier ziemlich genau rangestoßen an das Hoch, das wir bereits gehabt haben. Man hat also ein bisschen Respekt vor diesen Widerständen, so scheint es. Der S&P 500 nahe am Allzeithoch, aber eben noch nicht das Allzeithoch erreicht. Das war bei 3.393, jetzt sind wir bei 3.385. 8 Punkte, das ist gar nichts, das kann man mal schnell machen. Wir sehen, dass der DAX sich ein bisschen schwer tut, 12.915, also wieder unter der 13.000er Marke. Wir sehen, dass Gold heute hat deutlich steigen können. Das geht mit der Hilfe von Warren Buffett auf 1984. Und wir schauen uns abschließend noch den Euro-Dollar an bei 1,1869. Die Dollar-Stimmung ist extrem negativ. Die Positionierung von Hedgefonds ist extrem anti-Dollar. Dementsprechend ist man doch sehr, sehr einseitig auch hier positioniert. Also Klumpenrisiken überall. Aber das Allzeithoch ist nahe. Kommt dieses Allzeithoch? Darauf warten alle. Wir werden sehen. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Servus und Ciao.